Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Book of Unwritten Tales 2. Jo, wir haben eine neue Freundin kennengelernt. Naja gut, wir kennen sie ja schon, aber Wilbur kannte sie noch nicht, weil damals hat ja Nate die Zombies hier kennengelernt und ihnen geholfen. Jetzt gucken wir uns hier mal um, was wir hier so alles haben. Wir haben hier ein Modell. Das sieht ja interessant aus. Hat bestimmt auch Nate gebaut, oder? Was ist das hier? Eine Karte von Aventasien. Nate hat sie gebaut. Er stellt sich gerne vor, wie er all die Orte besucht. Er war noch nie da oben, oder? Nein, aber ich erzähle ihm jeden Abend davon. Und er hat seine Bücher. Da kann er aber sehr genau das hier bauen dann. Die Karte ist aus altem Blech und Metallteilen zusammengebaut. Es muss ewig gedauert haben. Ich hoffe, Nate bekommt eines Tages die Möglichkeit, ein paar dieser Orte zu besuchen. Ja, ich denke schon, also auf jeden Fall. Betrachtet die Halterung, was ist das? Estas Ausrüstung ist nicht schlecht. Hier scheint es hauptsächlich an Erfahrung zu mangeln. Ach, das sieht aus wie so ein Chemiekolbenhalter hier. Brauchst du diese Halterung, Esther? Ich weiß nicht. Brauche ich? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich brauche sie. Woher weißt du das? Ich stehe hier komplett. Ich habe so ein Gefühl. Ich habe da so ein Gefühl. Wann immer mir etwas ins Auge springt, nehme ich es besser mit. Früher oder später kann ich es gebrauchen. Das mache ich auch so. Ah ja. Deswegen habe ich so viel unnützes Zeug hier. Nimm ruhig mit. Okay, danke, das ist sehr nett. Aber wenn einmal es ins Auge springt, es tut doch weh. Oh, und da ist noch ein Feuerwerkskörper. So, den nehmen wir natürlich auch Hey, mit. noch ein Feuerwerkskörper. Ja, da fragt er noch nicht mal, er nimmt einfach mit. Betrachte das Porträt, das sieht aus wie Frankenstein. Ein selbstgemaltes Porträt. Könnte Verwandtschaft von Gulliver sein. Okay. Ja, nein, da wollen wir nicht. Was war da noch? War da gerade noch was? Nö. Was ist das? Nein. Waage? Wo ist hier eine Waage? Ach da! Die sieht man fast nicht. Das sieht aus wie eine Waage, wie sie von einigen Händlern auf dem Markt benutzt wird. Aber diese ist kaputt. Eine der Schalen fehlt. Ich hätte da eine Idee, wie wir die reparieren können. Wir nehmen sie dann mal mit. Soll ich mal schauen, ob ich eine zweite Schale für die Waage finden kann, Esther? Ach nein, lass mal. Ich mische die Farben nach Augenmaß. Kannst die Waage aber gerne mitnehmen, wenn du willst. Okay, danke. Vielleicht ist sie nützlich. Danke. So, erstmal hier wirklich plündern wieder hier. Was ist denn eigentlich das hier für eine Apparatur? Sieht aus wie so eine Essensumrührmaschine hier. Lass mich raten, das hier ist eine von Nets Erfindungen. Aber klar. Sie macht uns jeden Morgen Frühstück. Sie funktioniert? Sagen wir so, als nächstes wünsche ich mir eine Maschine, die nach dem Frühstück die Küche putzt. Ah ja, die macht Eier und dann brät sie praktisch Eier. Und wahrscheinlich gibt es da so eine gewisse Sauerei, wahrscheinlich. Und ja, so ein Putzibot ist doch schon was Feines, ne? Vogelkäfig? Ein leerer Vogelkäfig? Oh, Nate fühlt sich häufig allein, wenn Gulliver und ich arbeiten müssen. Wir dachten, ein Vogel könnte ihm vielleicht Gesellschaft leisten. Ich komme gut damit voran. Ich habe schon einen Fledermausflügel und ein paar Froschaugen gefunden. Ja, du sagst es, Wilbur. Kann ich den mitnehmen und das später vielleicht den Kuckuck reinsperren? Es ist feiner weißer Meeressand. Den kann ich mir nicht einfach so in die Tasche stecken. Ich brauche einen Behälter oder so etwas. Hä? Wo ist der Sand? Ach, im Käfig wahrscheinlich. Ah. Habe ich nicht irgendwas? Vielleicht den Sack hier? Jo, aber ich dachte, den hätte man irgendwo hingehängt. Ein paar Handvoll Sand sollten reichen. Okay, sehr schön. Sandgefüllter Sack. Jawohl, geht doch. Jetzt haben wir schon hier eine Verwendung gefunden. Jetzt kann ich auch den Käfig noch betrachten. Bestimmt nicht leicht für Nate.
Er hat den besten Spielplatz, den man sich vorstellen kann. Aber keine Spielkameraden. Leider, leider, schade, ne? Bestimmt nicht. Das hatten wir schon. Was ist denn das? Wer trinkt hier Wein oder was auch immer? Ein Bild? Bilder von Nate, würde ich sagen. Die meisten zeigen Bäume, Blumen und Wolken. Ja. So eine typische Kinderzeichnung eben. Können wir nicht ein paar Eier mitnehmen? Schade eigentlich. Naja. Wie die immer so guckt hier. Kann man die eigentlich auch betrachten nochmal? Ich war immer der Meinung, man soll Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Auch wenn dieses Äußere aus mehreren Menschen zu bestehen scheint. Ja, das sage ich eigentlich auch immer. Warum soll ich jemand nach seinem Aussehen beurteilen? Das ist eigentlich grausam, wenn man das macht. Betrachtet die Töpfe. Esther hat einen Haufen verschiedener Farben und Lacke organisiert. Ob sich daraus aber tatsächlich die gewünschte Farbe mischen lässt, weiß ich nicht. Bestimmt. So, reden wollen wir nicht. Ja gut, dann gehen wir mal weiter gleich. Hier sind wir fertig, oder stopp mal. Betrachte den Kantschlüssel, das ist mir schon die ganze Zeit so in den Blick geraten hier. Der Kantschlüssel. Ein kleiner Kantschlüssel. Nate muss ihn für die Konstruktion der Landkarte benutzt haben. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn mir ausleihe. Na, vielleicht kann man auch die Karte aufziehen, das ist eine interaktive Landkarte oder so. Ja, aber wir brauchen den Schlüssel für die Kuckucksuhr. Das brauchen wir nämlich hier. So, was haben wir noch? Haben wir es offen? Ah, hier ist noch was. Ah, da ist noch ein Feuerwerkskörper. Okay, ich versuche manchmal ja die Taste. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Also ich mache ab und zu mal die Leertaste, damit mir da diese Feuerwerkskörper nicht entgehen. Haben wir jetzt mal genug oder nicht? Ich brauche noch ein paar Ladungen Schwarzpulver. Sobald ich genug habe, kann ich daraus eine ordentliche Dynamitstange machen. Ja, wie viel brauchst denn du dann noch? Also, wir haben doch jetzt da schon einen Haufen Schwarzpulver, oder? Boah, ist es hier laut! Es hört sich laut an. Mein Sohn meint, du könntest ihm vielleicht bei seinem Konstruktor helfen. Trademark. Ich habe ihm gesagt, dass du meinst, du seist kein Erfinder. Aber immerhin hast du für Strom gesorgt und Nate meint, alle Gnome seien Erfinder. Theoretisch ja. Praktisch bin ich praktisch überhaupt nicht praktisch veranlagt. Aber der Konstruktor könnte uns viel Arbeit sparen, wenn er liefe. Und du hattest es doch eilig. Ich könnte ihn mir ja mal ansehen. Wo liegt das Problem? Wir brauchen einen starken Keilriemen. Alle, die Nate bisher ausprobiert hat, sind gerissen. Und wir brauchen Kohle für die Dampfmaschine. Holz und Müll brennen nicht heiß genug. Ob die Maschine dann allerdings funktioniert, kann ich nicht sagen. Nicht alle von Nates Erfindungen funktionieren auf Anhieb. Aber sie funktionieren. Hey! Keilriemen und Kohle. Klingt machbar. Aber denk dran, dass wir auch noch die flauschige Farbe brauchen. Wie könnte ich das? Die Arbeit hört nie auf. Wie es aussieht, hast du Unterstützung. Okay. Stellt keinen Blödsinn an, Jungs. Nö, wir doch nicht. So. Okay, was ich noch sagen wollte, habt das nicht mal mit einer Nylonstrumpfhose ausprobiert von den Frauen. Die halten doch eigentlich aus. Da hat man früher auch beim Auto den Keil repariert, wenn er mal gerissen war. Was jetzt? Kann ich auf einmal einen Brocken nehmen? Also nehme ich natürlich einen mit. Ich brauche einen Brocken vom intelligenten Stein, Gulliver. Für den Konstruktor? Natürlich, nimm nur. Okay, den kleinen da unten, oder? Jupp, perfekt. So, betrachte die Dampfmaschine, betrachte die Maschine. Der Konstruktor soll von sich aus den magischen Stein und die Bretter zersägen und alles zusammenbauen. Ah ja. Eine ziemlich komplexe Aufgabe. Hä? Also schön. Dieses Monstrum könnte die Tafelproduktion so stark beschleunigen, dass wir die letzte Lieferung an Jorge noch heute fertig bekommen könnten. Dafür müssen wir der Maschine nur Beine machen. Ja, da müssen wir halt mal gucken, ob wir Kohle finden und so weiter und so fort, ne? So, warte mal, ich will mal Folgendes machen. Ich mache hier mal die Sprachlautstärke ein bisschen lauter. Nee, die Musik ist laut genug und die Effekte lassen wir dann auch mal so okay übernehmen.
So, nur die Sprache fand ich irgendwie mal so ein bisschen leise. So, jetzt hat er. Wir können jetzt aber noch nicht viel machen. Wir haben die Kohle noch nicht, deswegen müssen wir auch Dynamit einsammeln. So, betrachtet die Ofentür. Das Feuer im Ofen erhitzt den Wasserkessel darüber, so dass das Wasser zu Dampf wird und den Druck ansteigen lässt. Je heißer das Feuer, desto besser. Wenn wir der Maschine richtig Dampf machen wollen, brauchen wir Kohle. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Das Feuer im Ofen erhitzt den Wasserkessel darüber, so dass das Wasser zu Dampf wird und den Druck ansteigen lässt. Je heißer... Ja, das hatten wir schon, okay. Was haben wir hier noch? Betrachtet das Schwungrad. Das große Schwungrad treibt die Maschine an. Aber es fehlt die Verbindung zur Dampfmaschine. Dir sind alle Keilriemen bisher gerissen? Also brauchen wir einen richtig kräftigen. Ja, das ist kein Problem. Ich habe ja einen schon gesehen. Das große Schwungrad, aber es fehlt... Ja, okay. Also. Ja. Habe gedacht, vielleicht sagt er noch was dazu. Was ist das? Betrachte die Kette. Jede dampfbetriebene Maschine, die etwas auf sich hält, hat solch eine Pfeife. Naja, es braucht man unbedingt, oder? Solange die Maschine nicht läuft, wird nicht viel passieren. Ach, aber Mann. Sobald sie läuft, werde ich der Erste sein, der daran zieht. Na gut, der Zweite. Trichter? Okay. Wenn ich es recht verstehe, sollen die Rohstoffe über diesen Trichter in die Maschine kommen, richtig? In Ordnung. Das wären Holzbretter und etwas von dem intelligenten Stein. Okay. Okay, in Ordnung. Ja, dann hätten wir ja schon mal intelligenten Stein. Und kurze Bretter. So, check. Das nötige Rohmaterial ist in der Maschine. Jetzt müsste sie nur noch angetrieben werden. Ja, machen wir alles noch. Kommt Zeit, kommt Rat. Betrachte die Anzeige. Diese Anzeige scheint anzuzeigen, wie effektiv die Maschine läuft, oder? Die müssen wir im Auge behalten, sobald wir in der Produktion sind. Ja, oder vielleicht, ob die Maschine überlastet ist oder so. Ölkanne, die brauchen bestimmt auch noch. Wenn die Maschine läuft, müssen wir vielleicht nachölen. Momentan ist das nicht nötig. Die Maschine ist ordentlich geölt. Okay. Gut gemacht, Nate. Mitnehmen können wir die Ölkanne nicht. An den Zahnrädern können wir auch nichts gucken. Hier ist ja noch Hebel. Über diese Hebel lässt sich der Konstruktor steuern, richtig? Brauchst du mir jetzt nicht alles zu erklären? Erst einmal müssen wir das Baby zum Laufen kriegen. Ja, ich verstehe den ja sowieso nicht, also von daher. Über diese Hebel. Ja. So, was haben wir hier noch? Da liegt auch noch ein Brett, aber das ist interessant. Hier ist auch nichts mehr. Haben wir noch was hier vergessen? Hä? Was ist denn da? Oh, wie? Also, der ist ja total gut versteckt hier. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Ich glaube, das reicht für eine ordentliche Dynamitstange. Na Gott sei Dank, endlich. Hab mir gedacht, will der hier halb den Berg abspringen oder so? Sonst noch irgendwas? Kette, Trichter, Dingsbums da? Nee, haben wir alles. Okay. Zurück. Oh nee, das Ding, das tut aber auch einen Krach machen, der Reibungsstromgenerator hier. Jetzt, das sieht ein bisschen aus wie so eine Tüte eigentlich, wie so, also echt, wie ein Dübel. Das ist genug Sprengkraft. Wofür auch immer. Die Frage ist nur, wie zünden wir das an? Wir haben kein Feuerzeug, ja? Und Zauberstab hast du auch nicht mal. Zum Wiegen taugt die Ware nichts. Eine der Schalen fehlt. Okay. Der Kantschlüssel sieht aus wie neu. Nate hat Glück, dass die Leute mit der größten Werkzeugsammlung sie am wenigsten benutzen. Eine Vorrichtung, mit der Glaskolben, Reagenzgläser und solche Sachen gehalten werden können. Dachte ich mir schon. Und das? Ziemlich festes und sehr klebriges Klebeband. Marco Welsh. Ah, Welsh. Das war doppelseitig. Das ist doppelt so gut wie normales Klebeband. ja. Eigentlich nicht, aber naja. Boah, das Krachding da, ey. Kann man das mal leiser drehen? mal Nate angucken. Nates Größe oder Kraft können es mit seinem Enthusiasmus nicht ganz aufnehmen.
Aber es ist gut, dass er mich unterstützt. Hey, Nate! Ich habe die Landkarte gesehen, die du gemacht hast. Du hast wirklich den Konstruktor gebaut? Was brauchen wir? Okay. Ich habe die Landkarte gesehen, die du gemacht hast. Wobei, Landkarte kann man das ja nicht nennen. Es ist fast eine Miniaturwelt. Ja, all die Berge und Wälder und Städte. Und das hast du alles nur aus Büchern und den Erzählungen deiner Eltern? Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, noch nie diese Unterwelt verlassen zu haben. Blauer Himmel, grüne Bäume, frische Luft. Dir steht eine Menge bevor. Ich bring dich hier raus, Nate. Versprochen. Okay. Und du hast wirklich den Constructor Trademark gebaut? Ich weiß, was Erfindungsreichtum und Ehrgeiz alles bewerkstelligen könnten. Ich komme aus einer Gnomenfamilie. Aber der Konstruktor, das ist wahrlich ein beeindruckendes Stück Technik. Ja, wenn wir ihn zum Laufen kriegen, sollte die Lieferung im Handumdrehen fertig sein. Ihr vergesst immer das Trademark, Mensch. Was brauchen wir, um den Konstruktor Trademark zum Laufen zu bringen? Was fehlt noch, damit der Konstruktor seine Arbeit aufnehmen kann? Wie bitte Lift? Stimmt. Kohle für die Dampfmaschine und ein kräftiger Keilriemen. Das hat auch Gulliver gesagt. Okay, war nett mit dir zu plaudern. Die Arbeit ruft. So, okay, dann tun wir mal bei der Kuckucksuhr mal aufziehen, ob der Kuckuck rauskommt. Der Kannschlüssel könnte tatsächlich passen. Der passt. Es funktioniert. Sie tickt. Okay. Könnte auch eine Bombe sein, oder? Stell die Kuckucksuhr. Ich stelle die Zeiger mal auf 12 Uhr. Und? Nimm den Vogel. Der Vogel ist ganz schön mitgenommen. Er verliert bereits seine Federn. Naja, das dürfte nicht so problematisch sein. Aber es ist immerhin ein Vogel. Jetzt haben wir zumindest einen Vogel. Sieht ja hässlich aus. Feder. Eine schöne kleine Feder. Für was brauchen wir die? Nö. Der Vogel hat schon bessere Tage gesehen. Sieht fast ein bisschen unheimlich aus. Müssen wir den vielleicht noch aufmotzen oder geht es? Oder können wir den vielleicht... was habe ich jetzt gemacht? Ah, nee. Da will ich nicht mehr hin. Zurück, danke. Ich wollte eigentlich sagen, kann ich den vielleicht mal hier... Ach, ich kann es sogar geben. Hier. Hey, Nate. Ich habe was für dich. Für dich. Für den leeren Vogelkäfig. Gern geschehen. Okay. Ja, sonst wäre ich jetzt mal rübergelaufen und hätten mal reingesetzt, den Vogel. Den Schlüssel haben wir immer noch. Warum haben wir denn eigentlich noch? Und, ach, die Feder. Ah, ich weiß, für was wir die später brauchen. Aber so weit sind wir noch nicht. Warte mal, wo war denn... Ja, ich habe was übersehen. Moment mal, ich muss nochmal hier rein. Vielleicht habe ich es auch nicht übersehen, aber warte mal. Wo war denn... Nee... Ja, das kann ich von hier aus nicht sehen. Schade. Da war nämlich so eine Flasche mit so einem Hut gestanden. Und das hätte ich eventuell... Oder war die hinten? Nee, oder? Ups. Ja, Mensch, ich hasse es, wenn sie mal in die Maschine hier reinzoomt. So. Ja, wir können ja aber nochmal mit Gulliver kurz reden. Okay, ja, oder auch nicht. Hast recht natürlich, Wilbur. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir erstmal fertig. Haben den Sprengstoff, dann können wir aus der Werkstatt raus. So, okay. Jetzt können wir vielleicht mit Nate dann hier den Keilriemen unterholen. Aber das erst in der nächsten Folge. Hier ist mal der Aufnahmestopp. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.